Da ist das Ding, Leute, in voller Pracht. Danke, dass ihr für mich als Spieler der WM abgestimmt habt. Dafür zeige ich euch jetzt da mal die Unterwasserwelt. Und ja, man, terrorisiert ein paar Fische. Da hinten wohnen wir irgendwo. Normalerweise gehen wir diesen Weg darunter. Aber mal was anderes. So, Leute, was geht? Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Wir sind hier. Wir werden jetzt schön tauchen. Man sieht die Flossen. Da ist der Taucheranzug. Da die anderen Sachen. Da habe ich immer ein schönes Messerchen dabei, falls ein verrückt gewordener Fisch mich attackiert. Oder um irgendwelche Seeigel auszukratzen, die wir hoffentlich gleich finden. Einen habe ich hier schon im Sommer mal gesehen gehabt. Aber ja, ich würde sagen, ich werfe mich jetzt mal in Schale für euch und hoffe, dass wir ein besseres Unterfangen wie letztens am Sage Beach. Wir schreiben den 19. Dezember 2022 nach Christus. Und ja, es ist, wie ihr seht, es ist immer noch ganz entspannt. Um die 20 Grad in der Nacht. Es ist um die 17, 18 aktuell. Also es ist wirklich nur 3, 4 Grad Unterschied zwischen Tag und Nacht. In der Sonne natürlich noch mal ein bisschen wärmer. Also fühlt sich wahrscheinlich gerade an wie 25. Ja, genug geschnackt. Wir sehen uns gleich unter Wasser. So, Leute, so sieht das Ganze aus. Also ohne Flossen. Messer hier immer ganz schön am Mann. Und jetzt geht's rein. Also rein in die Flossen erstmal und dann geht's rein ins Wasser. Das Wetter ist übrigens echt sehr, sehr geil. Kaum Wellen, nichts. Also so, wie es eigentlich immer sein sollte fürs Tauchen. Ja, wir gucken mal, was wir sehen. Thank you.
Ich hatte eine riesen Luftblase in dem Taucheranzug drin, weshalb ich nicht runtergekommen bin. Und ja, das entstand daraus, dass ich halt diesen Kopfteil nicht anziehen konnte wegen dieser Maske. Ich kaufe mir bald eine neue, dann geht's ab. Was macht man? I'm
mal nicht runter. Digga. Scheiße! Ja.
Das ist fast ein Angler, den ich ohne Gefangene noch fressen. Verständnis nochmal, also die Kameraposition ist so scheiße, weil ich diese komische dicke Maske auf hatte. Da drüber halt so ein Stirnband, um die GoPro festzumachen. Und das Ding ist halt immer verrutscht, weil ich voll oft Wasser in der Maske hatte und einfach ja, die Maske so ja, halb abgesetzt habe, damit das Wasser rausfließt und ich atmen kann. Aber man lernt raus und schon ganz, ganz bald kommt dann ein richtiges Video. Ohne Anzug, ohne, keine Ahnung, irgendwelche selbstgebauten Konstruktionen da. Und ja, dann gibt es halt richtig einfach nur straight Fische in die Fresse. Der Seeigel und der ist sich voll am Bewegen hier, der läuft die ganze Zeit rum und er bewegt seine Stacheln. Sieht man das? Ohne Scheiß, der ist eben hier von da nach da gelaufen. Krass. Aber leider müssen wir in ihn reingehen, um an diese wundervolle gelbe Pracht zu kommen. Ich weiß halt auch nicht, ich muss das mal jetzt googeln, ob alle essbar sind. Nicht, dass ich hier gleich tot umfalle, Alter. Guck, habt ihr gesehen? Der läuft weg. Der kommt mir voll entgegen. Zu krass. Also, dass sie unten so eine Füße haben, das wusste ich, aber dass sie ihre Stacheln auch voll bewegen, das war mir echt neu. Cool, der kommt mir entgegen. Habt ihr gesehen? Das Wasser ist aber in der Richtung. Er hat ja keine Augen, ne? Shit. Alter, der ist hier richtig am Losstratzen, Mann. Also auf jeden Fall. Steht der heute auf dem Speiseplan an Ort und Stelle und der kommt mir schon entgegen, seht ihr das? Der ist hier richtig am Losstratzen, der Kollege. Ich habe den hier irgendwo hingepackt und jetzt ist er da hingegangen. Der dreht sich jetzt. Och du Scheiße. Tut mir leid, Kleiner, aber du landest heute in meinem Magen. Das Ding ist, ich muss mal googeln, ob man alle essen kann. Ich hab da keinen Bock. Hier an Ort und Stelle mich zu vergiften oder so. Aber der hat mir ist auch. Boah, der mir ist auch voll schlecht, ey. Ich habe voll viel Salzwasser da geschluckt. Ja, Mann. Den habe ich mir auf jeden Fall verdient, den Cousin. Hier die Sachen. Also, es war echt belastend. Mit dem Anzug. Ich weiß nicht, ob ihr mich da gehört habt, am Rumschreien.
Ich habe die ganze Zeit übelst so eine riesen Luftblase in dem Ding gehabt am Rücken. Weil ich halt diese komische, ich muss mir eine andere Maske kaufen. Die ist zwar auch sehr geil so zum Schnorcheln, aber da sieht man immer noch ein bisschen, es ist total beschlagen. So Leute, also ich habe absolut keine Ahnung, wie ich den jetzt aufmachen soll. Aber die Dinger sind auch so spitz. Guck mal, da kommt er direkt und packt seine Stacheln hoch, Mann. Oh. Weiß nicht, ob ich den einfach. Ich brauche halt eine Schere. Oh, vielleicht geht's so. Ach du Kacke. Hier. Yes. Ich bin natürlich nass sind. Aber. Oh. Alter Digga, die Dinger gehen da runter durch. Boah. Tut mir leid, kleiner Mann, aber du wirst hier kurz rasiert. Ich habe echt immer gedacht, dass die Dinger da einfach, keine Ahnung, im Meer da rumschwimmen oder beziehungsweise rumliegen und nichts machen. Dabei ist er hier voll aktiv, der Kollege hier. Ich habe letztens gefragt, was beim Fischhändler, ob die Dinger haben. Er meinte, ja, haben die. Leider halt, oder was jetzt leider ist, die sind schon ausgenommen. Er kostet 50 Gramm. 22 Euro hat er mir ausgerechnet. Für 50 Gramm. Ich weiß nicht, wie viel Gramm der wiegt jetzt, aber. Wahrscheinlich keine 50 Gramm, aber also das Innenleben, ne? Da kommt irgend so ein Schaum aus dem raus oder Sperma oder so. The fuck? Was ist das? Also sein Blut wird das nicht sein. Scheiße. Was ist das, Digga? Hä? Also davon steht auf jeden Fall nichts im Internet, dass sie irgendwas absondern hier. Ich habe ja schon oft gesehen bei YouTubern, wie sie Seeigel essen, aber das sind halt andere. Die bei denen sind auch nicht so spitz. Alter, was ist das? Das ganze Ding ist voll von diesem Sperma oder was? Also langsam mache ich mir Sorgen, ob ich das Ding essen soll. Also im Internet habe ich gerade nachgegoogelt, steht, du kannst alle essen, also. Ist das gar kein Seeigel? Irgendeine andere Kreatur. Da
Guck, er spritzt hier alles voll mit dem Zeug. Es geht nach. Der kriegt jetzt einen richtigen Kurzhaarschnitt. Scheiße. Wie sieht der jetzt aus? Ach du Kacke, Mann. Alter, was? Der hat hier alles voll gejist. Das Ding ist, krieg ich den? Boah. Schale zu knacken. Oh, da kommt das sogenannte Uni im Japanischen zum Vorschein, glaube ich. Ja, das ganze Gelbe, da ist essbar. Dann gibt es hier keinen Teller, wo ich eigentlich einen einpacken wollte. Ah, dieses gelbe Zeug nennt sich Uni. So eine Ja, Mann. Oh Mann, das Ding ist voll davon. Uiuiui. Ich hatte mir echt Sorgen gemacht, dass da nichts drin ist. Ja. Oh nein. Alter. Da seht ihr mal, wie spitz dieses Ding ist. Das ganze gelbe Zeug, das sind deren Eier und das ist alles essbar, so wie Kaviar mäßig. Was ist das in der Mitte da, Alter? Deine Beine oder was? Nee. Jetzt kommt mal. Entfernen das mal. Oh Mann, so sieht das Ganze aus hier. Das ist natürlich jetzt nicht der größte Segel. Egal, ich wasche den mal kurz ab. Hier noch seine Stacheln essen. So, das ganze Zeug
Das Orangene da, das ist die Seeigel-Kaviar. Boah, geil. Naja, also viel ist es nicht. Ob sich da der Aufwand gelohnt hat. Ist auch nicht das größte Exemplar. Nein! Digga, was ist das? Das andere Zeug da. Ich habe keine Ahnung. Also ich esse nur das Orangen auf jeden Fall. Digga. Na. So, holen wir da mal ein bisschen was von raus. Das ist gar nicht so einfach. Na? Du musst ja echt ein Chirurg für sein. Das Off-Cam. Ist ja eh nicht viel zu sehen, was ich da wegsnacken kann. So, da hinten schöner Sonnenuntergang. Wir müssen aber jetzt den ganzen Berg hoch. Da sieht man mich. Hallo. Lauf hier rum, die machen ihre Gartenarbeit, sehr gut.